Hallihallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Zelda Majora's Mask. Ja, ein bisschen her, Leute. Tut mir leid, aber ja, ich hoffe jetzt, dass ich langsam mal zum Ziel komme. Ich im Internet schlau gemacht, wie ich an die letzten Feen komme. Das ist vielleicht jetzt nicht der Text von Blind, von dem man erwartet, aber ich hoffe mal, dass es euch nicht stört, weil ich habe keine Lust, die Feen weiterzusuchen. So großartig. Und deswegen werden wir uns jetzt mehr und mehr darauf konzentrieren, in diesem Part die Feen zu suchen. Und danach, ich weiß nicht, ob wir in diesem Part den Endboss schaffen oder im nächsten Part. Das guckt man dann mal. Auf jeden Fall kann ich euch schon mal einmal eine Fee zeigen. Eine weiß ich nicht, warum die verbuggt. Die ist ein bisschen verbuggt. Die hätte ich niemals gefunden, glaube ich. Und ja, den Rest erkennt ihr dann. Ich habe übrigens die Zeit zurückgespult, sieht man vielleicht. Weil ich hatte keine großartige Lust, so ein total riskanten Part zu machen, wo ich das Spiel noch gar nicht kenne. Ja, ich hätte es für euch gemacht, aber mir ist es denn doch lieber ein bisschen sicherer. Ja, warum sage ich die ganze Zeit, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich diesen Part hier vor einen Tag, vor dem er online kommt. Also ich habe ihn gestern aufgenommen und dann kam er halt heute online. Mann, mir fallen gerade keine so guten Gesprächsthemen ein. Und das hier ist so ein Zuschauereffekt jetzt, dass Link da komische Sachen macht. Letztes Mal habe ich es ganz gut hingekriegt, als ich hier auf Screen mal den Tempel erforscht habe. Und ja, jetzt will nicht ganz so, wie ich das möchte. So. Genau so bin ich gesprungen, nur auch bei dem anderen. Und hier haben wir eine Truhe. Und Fee Nummer 5. Gut. Ich habe mir hier eine Seite geöffnet. Wo steht. Verdammt. Das klappt jedes Mal gut. Nur wenn ich aufnehme. Dann klappt es mal wieder nicht. Okay, ich gucke jetzt wieder mal. Das Spiel läuft weiter. Ich habe das so eingestellt. Hinter der ersten Tür, die man mit einem kleinen Schlüssel geöffnet werden musste, mit dem Feuerfallen des Eisschmelzens sich ein Block unter den Schalter befindet. Den Schalter bestätigen und den Block an die Stelle schieben, von der aus man zum Vorsprung mit verschiedenen Kisten springen kann und die Fee befreien. Okay, wir müssen dann also zum Anfang zurück. Nichts leichter als das. Da geht's lang. Ja. Tut mir leid, wenn ich das so machen muss, aber bevor wir hier 6000 Parts in diesem, da am besten noch Bronze P-Top. Oh, das könnte man machen, aber ich habe die Motivation, nicht ein Projekt so lange zu machen. Außerdem geht das Spiel noch ziemlich lange, muss ich sagen, weil wir nämlich noch die schwierigen Tempel, die kommen ja noch. Also, ist da mit diesem Tempel noch nichts geschafft. Und deswegen hoffe ich mal, ihr macht es euch gemütlich bei jedem Part. Ich hoffe allgemein, dass euch meine Projekte relativ gut gefallen und ich das ein bisschen ausgeglichener hinkriege. Die letzten zwei Tage kamen immer Pokémon. Pokémon ist mir angenehmer hochzuladen, weil es ist echt das Projekt, was am wenigsten Aufwand gebraucht, weil es am wenigsten rendert. Ich habe es schnell fertig gerendert und. Und irgendwie haben wir den Schlüssel noch nicht. Okay. Müssen wir uns den Schlüssel überholen. Bam. So. Ungenockt. Sprichwörtlich gesehen. Und doch, dann gehen wir erstmal da lang. Ich denke mal, wir müssen ja eh jetzt alles wieder von vorne machen, weil ich die Zeit ja zurückgespult habe. Ich voll Idiot. Aber was soll's. Wir werden das schon schaffen. Und schaffen werden es wir heute. Hoffentlich. Jetzt mache ich da nur ein Part hinterher und dann kommt ein Tag später dieser Part, wo ich das nicht schaffe. Öffnen. Ja, öffne dich. Mach mich geil und öffne dich. Jetzt bin ich hier. Wollte ich gar nicht hin. Naja. Gucken wir jetzt hier ein bisschen um. Hallo.
Okay. Oder ich wollte hier doch hin. Okay. Hat sich alles geklärt. Oder doch nicht? Hä? Ey, hier sind auf jeden Fall Feen. Auf jeden Fall. Oder war da hinter der Schlüssel? Ich glaube, hier hinter war der Schlüssel sogar. Look! Ja, hier ist der Schlüssel. Okay. Einen Schlüssel haben wir gefunden. Wir bringen das ganze Spiel bestimmt jetzt total durcheinander, aber das hier können wir auch schon mal machen. Ja, es ist ein bisschen nervig, dass man das hier immer wieder und wieder macht, wenn man so dumm ist wie ich. Aber was ist, das ist und was nicht ist, dann das wäre nett, wenn es nicht wäre, aber es ist halt so. Boah. Keine Ahnung, was ich da fasel. Okay, ich fassel komische Sachen, wie immer. Okay. Ach, das nehmen wir auch gerne an. Dieses großzügige Geschenk von dem Spiel. Und jetzt gehen wir wieder zu am Anfang zurück. Das wird jetzt ein bisschen schleppend. Moment, wo war der Anfang? War das die blaue Tür, oder? Gehen wir die blaue Tür. Die erscheint mir freundlicher. TK allein im Tempel. Ganz böse Kombi. Okay, hier kommen wir wieder zurück. Das ist schön. Ab in die Lava, geht's ab. Hey, ab in die Lava. Die Hitze hinterher. Away, away. Hitze hinterher. Okay. Ich bin echt gerade in einer Singlaune. Und tschüss. Und tschüss, ich will dich gar nicht angreifen. Nein, hatte ich nie vor. Und hier wäre... was? Ein Kompass, glaube ich. Aber hier ist nur noch ein Rubin drin. Ne? Aus dem Grund, dass wir den... Ey, ich will... Achso, ich bin auf der falschen Seite. Sagt mir das doch einer. Öffnen und tschüss. Bam, badadam. Dieser blaue Edelstein. Und einmal. Zweimal. Wahrscheinlich mache ich das gerade total falsch. Also bei einem Herzwand in diesem Spiel wäre ich tot. Komm her, Putt. Er macht immer so, als ob er Rückenschmerzen hat, wenn man ihn trifft. Das war unfair. Naja, Herzen. Komm her. Wolfi, Wolfi. Böses Wolfi. Böses Wolfi. Oh Mann, ist das gerade... Arg. Geschafft. Gerade noch so. Okay, Grundnick schreitet zur Tat. Und flupp. Und da kommt eine kleine Truhe angeraust. Angeraust. Genau, angeraust. So. So, Aktion. Schieben. Und da kommen wir, glaube ich, so jetzt auch hoch. Dann müssen wir gleich hier nochmal hin. Ich erledige das lieber sofort. Bevor ihr wieder mault. Kein Wunder, dass das so lange dauert. Mann, beeil dich mal ein bisschen schneller. Ja, ich bin ja auch nur ein Mensch. Tut mir leid. Okay, und Sprung. Und Sprung. Klar.
So, und noch eine Fee. Glück! So. Dies ist Nummer 6. Okay, jetzt fehlen noch 9. Toll. 9 Stück sind keine gute Zahl. 9 Stück sind extrem miese Zahlen. 9 Stück, halt endlich dein Maul, das gibt's doch nicht. Ich muss das mit der Bombenmaske machen, ich hab keine Bomben. Ich hab keine Bomben mehr. Mann. Komm mal her, du Sack. Du gibt's hier Klack. Nö. Hier komm mal ich her, Link. Link. Wie Link. Fit. Was willst du von mir, du kleiner süßer Wolf? Tanzen wir um dich herum oder schlagen wir dich tot? Tot? Tot. Okay, das hat sogar gesessen, Link. Du hast eine Kaffirin bekommen. Komm mal her. Okay, erstmal schiebe ich den schon mal los. Und der Wolf ist mir auf der Ferse. Und ich schiebe schon mal los. Der Wolf ist krass auf den Fersen und ich bin ein Link. Komm mal her. Dum, dum, dum. Dum, badadam. Dum, badadam. Dum, badadam. Badadam, badadam. Okay, geschafft. Und wir haben so keinen einzigen Schaden bekommen. Okay, weiter geht's. Okay, Link kann das aufschieben. Das ist praktisch. Das ist praktisch gesehen ein Vorteil. Okay, so. Hinauf und... Ups. Ey! Vor allem, weil wir auch die meisten Feen hier in diesem Tempel schon haben. Also kann ich ruhig nachgucken, wenn uns nur noch... Ich weiß gar nicht, wie viel haben uns noch gefehlt. 3. Ey, Link! Halt dich doch mal fest. Ihr sitzt halt bestimmt da vor euren Monitoren und denkt, Waste Power. Oder gibt euch vielleicht einen Facepalm. Ach, Gott, endlich. Und Glück. Noch eine Fee. Und jetzt machen wir unsere alte Technik. Ich habe das ja letztes Mal ein bisschen anders gemacht, als es vom Spiel vorgesehen war. Ich habe sie dahin hingeschoben. So. Und. So. Obwohl man das mit Bomben anders machen könnte. Aber ich habe keine Bomben da, also geht das nicht. Und. Da. Miau. Das ist ein Miau, 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 Miau. So. So, 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 so. Stopp. Hier noch nicht. Hier dürfen wir noch nicht. Jetzt machen wir einen Fehler. So. Und. So. Und. So. Voll der Umweg. Alle sind schon fertig, nur ich nicht. Mann. So, und jetzt kommen wir da oben rauf. Perfekt. Perfekt, Donito. Und Bomben zurück. Und Boom. Ah, verdammt. Oder kann ich auf die Kiste raufspringen? Das wäre natürlich vom Fort. Nein, Link, nicht wegschieben! Rauf da! Aber so schlimm wäre es nicht, wenn er es wegschieben würde. Okay, das klappt. Und. Boom!
Ah, verdammt, das hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Oh. Komm mal her, Fee. Hey! Okay, hier haben wir alle. Und ich würde sagen, im nächsten Part holen wir 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Danke fürs Einschalten und ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Mit dieser hässlichen Fratze kann ich mich dann nicht verabschieden. So, bis dann und adios. Oh, das war dumm. Naja, bis gleich oder bis morgen. Ciao.